Hallo und herzlich willkommen zum Part 10 der Tech-Tutorials und diesmal mehr als nur Repeater Part 3. Was bedeutet, wir haben wieder ein schönes kleines Gerät und machen als erstes erstmal den Cheat-Modus an, damit ich folgendes tun kann: Tag machen, weil es ist irgendwie nie Tag, wenn man wirklich mal braucht. Und ja, das Schild hier kann ich schon mal wegtun. F1 muss ich erstmal machen, so. Und heute kümmern wir uns um die State Cell. So, diese State Cell. Ja. Wie craftet man die? Gucken wir einfach mal. State Cell. So, da haben wir so schon mal. Dafür brauchen wir Stone Wafer 3 Stück. Stone Pointer, Stone Kathode, Stone Anode. Stone Wire, eine Stone Anode. Das sind die hier wieder, falls ihr euch noch nicht mehr dran erinnern könnt. Und was neu dazu kommt, ist ein Silikon-Chip. Silikon-Chip. So, dafür brauchen wir sowas. Red Doped Wafer. Wie wir das kriegen, nicht unbedingt schwer. Dafür braucht man allerdings einen Stack Sand und. Also nicht einen Stack, aber ich nehme jetzt mal einen Stack. Mindestens 8, sagen wir mal so. Mindestens 8 Sand. Und wenn ich sie dann finde und mich nicht allzu blöd anstelle, mindestens 8 Kohle. Dann packen wir die hier rein. Mensch, ich habe die falschen Furnaces reingepackt. Ich bin ja auch blöd. Blue Electric trifft es wohl eher. Wie man sieht, wieder elektrisch. So, dann läuft er durch. Das dauert natürlich seine Zeit. Und wir bekommen eine Silikonbohle. Als nächstes brauchen wir. Jetzt muss ich die natürlich mal raussuchen. Wir brauchen Diamanten, Eisen und Sticks. So, gehen wir zur Crafting Box. Und machen den hier. Der ein oder andere kennt es vielleicht schon. Für diejenigen, die es nicht wissen, zeige ich das jetzt mal. So macht man eine Säge. Eine Diamantsäge ist folgendermaßen so aufgebaut. Und wir haben eine Diamantsäge. Ist das Beste, was man machen kann. Weil mit einer Diamantsäge kann man alles sägen. Und deswegen. So. Wir packen die Diamantsäge hin. Und da irgendwo hin die Silikonbohle. Daraus kriegen wir 16 Silikon-Wafer. Und dazu brauchen wir jetzt einen Stack. Naja, was heißt einen Stack? Also das je nachdem ein wenig Redstone. Und den packt ihr dann hier rein. Und es rattert durch. Und jetzt sieht man, für eine so eine Kugel braucht man 4 Redstone. Und wir haben Red Doped Wafer. So einfach ist das. Ja, machen wir das so. Und so haben wir 3 Silikon-Chips. Chips. Dann machen wir folgendes. Den hier. So. Den natürlich noch. Damit wir den Wire haben. Mache ich gleich mal ein bisschen mehr von. So. Jetzt mal gucken, ob ich das jetzt noch weiß. Natürlich habe ich erstmal was vergessen. Den Pointer und die Kathode. Naja. So. So. Aber nur ein Stein. Einen Pointer und eine Kathode. So, jetzt gucken wir nochmal, wie das aufgebaut ist. Kathode kommt hier hin und der Pointer hier hin und hier oben die Anode. Also, der Silikonchip in die Mitte. Das können wir schon mal hier so ran machen. Dann kommen hier die Wires hin und die Anode hier oben hin. Hier der Pointer und hier die Kathode. Falsch rum. So, die Pointer hier hin und die Kathode hier oben hin. Und dann bekommen wir eine State Cell. Ja, eine State Cell. Jetzt kommen wir dazu, was bringt die denn eigentlich? Wir fliegen wieder auf unsere kleine Testinsel, die wir sonst immer benutzen. Und bauen die erstmal hin. Ja, was macht die? Time Interval, Intervall kann man einstellen. Man sieht hier mehrere Teile. Ist ein bisschen kompliziert am Anfang. Man muss selber erstmal ausprobieren, damit man sieht, was genau das bringt. Würde ich jetzt hier den hier machen, passiert gar nichts. Würde ich aber hier was machen, sieht man, das geht durch, das Signal. Mache ich
Ach, sieh meine an. Guck mal hier. Mache ich das wieder aus? Geht der ein weiter, kurzes Signal und geht wieder zurück. Also ein Kurzsignal. Das heißt, man könnte beispielsweise aus Jux und Dollerei einfach mal runterscrollen und zum Beispiel einen Timer nehmen, den wir ja vorletztes Mal schon einmal hatten. Würde ich den Timer hier anbringen, würde der jetzt immer ein Signal geben und das geht aber leider etwas zu schnell. Muss ich den hier nehmen? Da kommt dagegen an. Da kommt dann hier immer das Signal durch. So, das mache ich jetzt mal ganz kurz mit Schalter. Was passiert aber, wenn ich hier ein Signal gebe? Auch nichts. Aber wieso? Das weiß keiner. Time-Intervall kann ich dann auch vergrößern. Das geht dann auch schneller. Wenn hier das schneller kommt, dann macht er das auch schneller. Das ist ganz simples Verfahren. Da könnte man zwei verschiedene Outputs geben. Das eine geht schneller als das andere. Das verleichtert dann einiges. Beziehungsweise erleichtert dann einiges. Was passiert aber, wenn ich das mache? Ja, dann passiert gar nichts. Mache ich den aber aus und mache den dann aus, dann das. Würde ich den aber anlassen, mache den an und den dann wieder aus, tut sich gar nichts. Bedeutet, wenn das an ist und wieder ausgeht, dann geht das nur, wenn das an ist. Das bedeutet, wenn ich das so anmache, dann ausmache, aber den ausmache, dann ist das erst wieder aus. Bedeutet, solange der an ist hier, kann ich zwar ausmachen, aber es wird an sein. Mache ich das aus, geht das wieder so wie sonst. Also dieses kann man immer ein bisschen variieren. Das ist vielleicht etwas kompliziert, wenn man sich das so anhört, aber das hilft ganz schön bei vielen, vielen, vielen Techniken. Welche das sind? Ganz komplizierte Sachen. Aber das sind die Anfänge. Es erleichtert schon mal was. Das erleichtert das Ganze so, dass man sich nicht so eine riesen Technik bauen muss, nur für diese eine Funktion. Das ist nämlich der Sinn dieser ganzen Teile hier. Wir haben ja alle einen Sinn. So, das war erstmal die Folge für heute. Demnächst kommt wieder eine neue Folge raus. Wieder einmal ein schöner Part von den mehr als nur Repeatern, weil die einfach nur cool sind. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, euer Multi-Demon Hunter.